Hallo und herzlich willkommen mal wieder endlich nach einer ewigen Zeit zu einer weiteren Let's Play Minecraft Daily Episode. Wie ihr seht, hat sich seit letztem Mal hier etwas verändert hier unten und ich habe da hinten ja glatt was vergessen, fällt mir gerade auf. Geht. Egal. Jetzt habe ich jetzt alles hier in den Stil umgeändert. Auch hier unten ist alles schön sauber und ordentlich. Das hier so anguckt. Alles Cleanstone, alles schön. Auch komplett symmetrisch der Raum. Also alles perfekt. Ja. Weshalb es so keine Episoden bzw. Folgen gab, war, dass ich krank war und nicht so viel Lust hatte. Auch nicht so viel Lust hatte, was zu rendern, was zu bearbeiten, weil auf Lager hätte ich nur bisher was gehabt, deshalb jetzt heute einen kleinen Upload-Marathon geben. Ich muss wundern mich jetzt die ganze Zeit schon, dass ich da vergessen habe. Das ist doch echt unglaublich. Ja, außerdem spielen wir ja natürlich jetzt in der 12W40B. Wie ihr gerade schon gesehen habt, habe ich schon eine Neuerung gezeigt, und zwar man kann Sachen jetzt nicht mehr hier mit so mit Linksklick öffnen, sondern nur mit Rechtsklick. Gleiche ist mit Schaltern und normalen Türen und allem anderen auch. Ja, nicht allem anderen, aber den meist benutzbaren Sachen, auch Hebel. Ist mir eigentlich relativ egal, die Neuerung. Ist halt da, ne? Moment. Wo muss ich jetzt lang? Ich muss hier lang. Ja, ich muss hier lang. Das war alles gestern gebaut, das hier, aber nee, ich muss nicht hier lang. Ich gehe einfach mal hier lang und gucken, was hier unten. Ich habe gerade vergessen, das Ding zu setzen. Oh Gott. Ich geht, ich geht. Egal. Ich weiß, das ist jetzt hier alles fertig. Ich habe jetzt hier bis jetzt in alle meine Bauten außer meine Mine hin. Das wird uns dann auch noch kommen. Das mache ich dann ziemlich bald, dass ich auch in meine Mine kann von hier aus. Sieht auch, dass meine Spitzhacke in der letzten Folge ein bisschen Schaden genommen hat. Also ich habe da hinten natürlich, das muss ich jetzt alles noch abbauen. Und Husten muss ich auch noch manchmal, also ganz gesund bin ich noch nicht. Aber damit kann man ruhig leben und hier ist auch eine Leiter dran. Funktioniert alles. Ich bin am Haus. So, jetzt noch glaube ich noch. Ja genau, zwei Türen hat es noch bekommen. Auf jeden Fall funktioniert alles. Die meine unterirdische Hin- und Her-Gehungsgang-Zeugs. Ich glaube, heute kümmern wir uns wieder ein bisschen weiter ums Haus. Eigentlich weiter erstmal ums äußere Aussehen. Und da oben lang rennen doch irgendwie schneller ist, weil ich da schräg laufen kann. Laufe ich dann wohl doch noch ein paar Mal oben lang hier. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt mehr in Baumodus gehen. Ich habe die Variante unten lang zu gehen eigentlich. So. Ja, also was jetzt mein Plan ist, ist jetzt da hinten da irgendwie ein Dach aufzuzimmern. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich überlege mir erstmal, wir haben überhaupt einen Weg nach oben, glaube ich. Ja. Nach oben ist auch gut. Lass mich rein. Weg nach oben. Ja. Da kann man natürlich hinten vernünftig reinbauen, eine schöne große Treppe und das dann unter der Treppe so reinbauen. Das wird auch gar nicht so auffallen dann im Endeffekt. Ach, und die Monster sind übrigens in irgendwelchen Höhlen hier unter. Ich dann etwa da, wo der Kürbis ist, ein paar Steine weggrabe. Da ist eine Höhle. Man kann sich vielleicht noch aus dem letzten Part dran erinnern. Der letzte Part, den übrigens nicht hochgeladen ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Obwohl der letzte Part schon ein, zwei Wochen alt ist. So, wie baue ich jetzt die Treppe? Auf jeden Fall schön breit und hier. Sagen wir mal so. Eine schöne lange Treppe aus diesen Half-Steps hinsetze,
Das ist genau mit dementsprechend ist es mir vollkommen egal, welche Seite ich anfange. Gut, dann testen wir einfach mal, wie es aussieht. Da direkt anfangen wäre doof. So. Gucken, wie weit ich brauchen würde. Bis nach ganz oben zu kommen. So, das würde ja theoretisch passen, aber nicht so ganz. Nur theoretisch. Denn ich möchte hier oben eine 3x3er-Plattform haben, das heißt 3 nach vorne hier auf jeden Fall. Deshalb, da kann man dann so nach unten gehen. Das heißt auch, dass ich unten hier so eine Dreierplattform machen muss. Hier jetzt nach unten gehen muss. So. Wunderbar. Ob ich jetzt die Treppe hier aus Holz lassen werde, weiß ich noch nicht. Ja, finde ich die Treppe so, glaube ich, ganz nice. Will gleich nochmal fertig angucken, deshalb muss ich mir noch Holz nachholen. Also beeile ich mich mal. Auf und zu machen jetzt immer nur mit der Taste ist für mich kaum eine Umgewöhnung, muss ich sagen. Ich habe es jetzt erst einmal gemerkt, habe ich gedacht, ach so, ja, stimmt, geht ja so rum gar nicht mehr. Dementsprechend, weil ich es eigentlich immer schon so gemacht habe, bin ich aber schon gewohnt wegen Creative und das gehört da nicht hin. Wie kommst du überhaupt dahin? Egal. Egal, so. Holzplanken, das. Den Stack mit einer Workbench haben wir ja da. So, mal gucken. Und die Zeit habe ich jetzt auch mal relativ gut im Auge wegen Outer City. Das finde ich persönlich ziemlich cool. Aber ich bin mir zur Zeit, dass ich auch mal ansprechen kann, weil letztes Mal mein Minecraft Let's Play ist irgendwie so mitten in Let's Lava. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele andere, also dieses Minecraft Let's Play, so mit so Let's Lava. Nicht alle. Ja. So. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche anderen Minecraft-Sachen anfangen, noch andere Sachen als Minecraft anfangen soll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin unsicher. Ja. Das sieht ganz nett aus. Das Einzige ist, dass ich nicht weiß, ob ich das aus dem Holz lassen soll. Man kann hier unterkommen. Wunderbar. Ist die Frage, wie mache ich das vernünftig zu? Könnt ja hier so in der Kurve so ein Teil, so ein Stützbalken hoch machen. Das ist dann 3 von außen. 1, 2, 3 von außen. Der dann oben auch noch so eingefasst ist, ja. Also so weit wie möglich halt eingefasst. Naja, dann gib mir 6. Wenn du mir nicht mehr geben willst, so. Da so eingefasst. Okay, jetzt stößt man sich hier so den Kopf sozusagen. Nee. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht so ganz. Wann müssten wir den Balken ja weiter durchziehen? Okay. Was halten wir davon, wenn wir halt einstürzen? Regen macht gar nichts, ist mir vollkommen egal. Aha. So. Moment. Wie immer, das will er ja sicher nicht merken. Von Aufnahme zu Aufnahme, keine Ahnung. Er hört den hier wieder weg. Ah, ja.
Ja, toll. So. Da unten kann man so Geheimkisten hinstellen, oder? Sind die oben? Das ist unten, unten, aber da kann man Geheimkisten hinstellen. Entsprechend, das werde ich doch mal eine Geheimkiste einfach mal hinstellen. Eine Doppelgeheimkiste und mich wird gleich eine Spinne angreifen, das weiß ich. Aber ich könnte Viecher ja eh durch die Wände angreifen, weil es ja so eine schöne, unverpackte Minecraft-Version ist. Könnte eine da und eine dahin machen. Sieht man dann selbst kaum. Ja, also von hier sieht man sie eh gar nicht. Spinnen, kann sein, dass ihr neue Geräusche bekommen habt. Dann macht der Spinne. Da komm schon. Nicht abhauen. Ist auf jeden Fall, dass ich hier nicht irgendwelche Monster aus habe gerade. Das sieht man jetzt hier sehr schön. Moment mal kurz. So, also ich glaube, ich bin wieder da erstmal. Erstmal auf jeden Fall, das ist schon ein schönes Versteck da. Kommt man durch hier sehr schön ran, aber ich sieht man es auch kaum, wenn ich dann noch hier so zumache. Und da so. Ja, Light Engine, die wieder geändert wurde. Sei Dank sieht das da dann hässlich aus. Nee, das, darauf würde ich auch nicht hinaus. Sondern kann ich eben überlegen, wie mache ich denn das am besten. Aber übrigens von dieser Höhle habe ich hier nicht gerade so ganz bewusst gesprochen, dass ich hier so direkt reinfalle. Tut mir leid, ich wollte hier nicht reinfallen. Ich lasse euch wieder alleine. Fackel da wird ja nicht so viel ändern, deshalb dass ich Fackel durch einfach da rein, macht dann hier unten auch noch wieder dieses Holz sind. Dann vorsichtshalber da das Holz und da die Fackel. Dann hier so. Hier unter. Hier das hier zu. Das hier zu. Den da weg. Dementsprechend sieht man die Kisten da gar nicht mehr, außer man kommt hier raus. Dann muss ich noch den Block da abbauen. So, wunderbar. Man zwar das Loch da, aber es fällt einfach nicht wirklich auf. Kommt von hier auch nur an die Kiste ran. Das ist ein bisschen schade jetzt. Ich dachte, man könnte nur dann beide rankommen. Ich dachte echt so. Ja, Spinne, hör auf. Du nervst. Ja, okay, jetzt ist das Holz halt da unten. Geht auch nicht so viel. Ja, obwohl eigentlich irgendwie schon. Ja. Ich nehme daraus einfach eine Doppelkiste, wenn ich nicht zwei einzelne Kisten hinstellen kann. Ey. Ja, okay, interessiert mich doch, dass mir da irgendwelche Scheiß runterfällt. Ah, geht. So, wieder hochklettern. So. Fackel werde ich dann entsprechend mal so dahin tun, damit man gar keine Chance hat, sie zu sehen. So. Okay, wir müssen die Fackel trotzdem wegnehmen. Partikeln, aber funktioniert. Sieht's auch nicht irgendwie. Es sieht nicht wirklich so besonders verdächtig aus. Wenn ich mir jetzt einfach hier alles weiterhin so lang ziehe.
Ding hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. Egal. Naja, nicht viel, sagen wir mal nicht komisch, sondern eher ungewohnt. Könnten aber auch die irgendwelche anderen Geräusche sein, die neu sind. So. Wenn ich jetzt hier so eine kleine Tür ein. Baue hier so eine Falltür. Oh Gott, mein Hals. Entschuldigung gerade fürs Kreuzband. Jetzt muss ich eigentlich mich vorher zu muten, aber. Ja, hat gerade nicht so ganz geklappt. Ah, geht. Ich muss dich dann Solid Block hinsetzen, damit das geht. Naja, kann trotzdem. Oh, jetzt soll es wieder gehen, hoffe ich erstmal. Ich hoffe, ich weiß nicht. Boah, ist das schrecklich. Jetzt weiß ich, wie die sich immer fühlt. Und ich kriege jetzt irgendwie den Newton. Meistens habe ich das Gefühl besser hin. Oh, sprinte doch, ey. Oh Gott, ey, ich sprinte einfach, ey. Ich will doch hier nur mein Haus weiterbauen. Und ich baue da immer wieder Detail für Detail. Ich dann also im Detail wieder Treppe ewig auf und das ganze Haus gedöns habe ich so in einem Portemonnaie eben hingeklatscht. So. Ist das Holzersparnis? Naja, nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, weshalb ich das so mache, aber ich mach's halt so, ne? Ich mach's halt so. Sollte noch Blöcke von allen Halbstufen, alle jeder Kombination aufeinander setzen kann, aber könnte eventuell noch ein bisschen zu viel verlangt sein. Vielleicht. So. Puh. Könnte auch da noch so eine Reihe. Nee. So. Und hier sowas wie eine kleine Kellertreppe nach unten. Ne? Man kommt dann das gucke ich mir jetzt dann mal so im Ganzen an. Nee, nicht gut. Ich habe ja schon extra Decken und Bodenfarben ich nicht gleich gemacht, jetzt mache ich es doch wieder gleich. Decken, Boden, Wände, die Farben habe ich ja alle extra die mit gleich gemacht, mit dem her muss ich dann nochmal neu gucken. So. Wieder zurück in Richtung nach Hause rennen. Und sehen, dass die Zeit immer mehr und immer mehr abläuft. Ich bis jetzt diese Folge noch nichts geschafft habe. Weil nichts Wirkliches, aber das Bauen ist ja auch was. Dementsprechend. Ja. Dunkles Holz. Juhu. Ich weiß gar nicht, nee. Ich weiß gar nicht, welche Soldaten wir jetzt da. Ich bin halt unsicher. Einfach mal alles mitnehmen. So, dass ich dazu nochmal ein paar Cobblestone und ein paar. Boah, Cobblestone-Treppen nehmen wir auch nochmal ein Stack mit, glaube ich. Den Stack. Cleanstone 60 und Cobblestone Half Steps, den ganzen Stack hier. So, genau, jetzt hat es endlich geklappt. So, wieder zurück. Das Futter noch aus dem halben Weg sozusagen. Beeilung, Beeilung, aber mir fällt es immer noch nicht ganz fertig, ne? Nee. Das ist mir eigentlich egal, aber ich finde es eigentlich auch schön, dass es noch nicht ganz fertig ist. Ich finde es nicht schön. Ach, was auch immer, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles laber. Jetzt ist ja schrecklich. So, was habe ich in der Wand? Ich habe da das Dschungelholz. Wunderbar, dass ich es auch mitgenommen habe. Sonst wäre es jetzt ein Epic Fail gewesen. So. Also, was jetzt hier so gerade war, ein bisschen Trauerei und Echo. Machen wir so und so.
direkt an der Wand. Jetzt kann ich ja dann hier die ganzen Dingens nehmen, soweit ich halt kann. Dementsprechend müsste ich aber noch da und da das Ganze so nehmen. Dann würde das dann den ganzen coolen Flair von Half Steps wegnehmen, wenn man das so sieht. Das heißt, ich muss zumindest die äußerste Ebene hier mit Dschungelholz austauschen. Ja, genau. So, okay. Es wird die Wand schon leicht mit zum Boden, aber auch nur sehr teilweise. Nur damit die Wand auch schön aussehen kann, von dem her. So geht das, so geht das. Ja. Das Unterste werde ich aber auch jetzt hier mal so mal wieder entfernen und stützenderweise durch Cobblestone Half Slabs. So, wie sind das jetzt? Cobblestone Slabs. Ah, ja, toll. Also, ich habe noch eine neue Änderung für euch gerade gefunden. Macht's mal so, dass man hier die Dinger, wenn man da einen Block drauflegt, da was drauf baut. Nee. Das andere würden es hassen, ich würde es in diesem Fall. Ah, ja. Mögen. Auch nur in diesem Fall. Nicht unbedingt in jedem Fall. Ich will erst, wenn ich das abbaue und dafür eine richtige Tür hinbaue. Mir fällt gerade auf, wenn man die Dinger seitlich hinbauen könnte, wäre das auch ziemlich cool. Aber das kann man jetzt leider nicht. Aber zum Glück nicht. Nee, leider nicht. So, leider nicht. Tür hinbauen. Da passt gar nichts richtig hin. Ich müsste eigentlich eine massive Wand hinbauen. Ich muss mich mal fragen, wozu ist das denn da? Und das würde ich mir auch fragen. Also, ich finde das, die Treppe, bis jetzt schon ziemlich nice aussieht. Also, die sieht ziemlich gut aus. Jetzt auch mit diesem kleinen anderen Holzstreifen da. Ja, das ist. Moment. Wie wäre es, wenn ich das hier durch Cobblestone ersetze? Hatte das dann was Besonderes, was Cooles? Hier muss ich aber Spitzhacke rauf abbauen. Das sieht irgendwie auch ganz nice aus, ne? Das sieht auch nice aus, ja. Dann hier unten. Ja, genau. Sehr komplizierte Sachen. Sehr komplizierte Sachen, aber egal. Wird schon irgendwie hinhauen. Schaufel gar vertonnen. So, so. Ja. Ja, das sieht auch irgendwie nett aus. Ich weiß nicht. Mir gefällt's. In meinen Augen sieht das gut aus. Also, nur diese Tür. Ah. Mitte von dem ganzen Raum wäre hier. Darf ich aber hier 4 wegnehmen? 4 ist so eine doofe Zahl. Gibt es hier keine richtige Mitte? Fällt mir gerade so auf, das ist dementsprechend. Genau, wie es ist, wenn ich die Tür da hinsetze. So. So. Sieht auf jeden Fall schon besser aus. So, dann gibt es hier. Das ist der Abstand von einem, ne? Einer. Gibt's hier ab so noch eine Leiter runter in den Keller. Mhm.
Du hast nicht ganz umsonst gebaut. Wow! Gott, sieht halt gerade die letzten 10, 5 bis 10 Minuten so etwa, ich weiß nicht genau, sind echt rasend umgegangen, der Part ist schon wieder vorbei. Ich habe aber so viel eigentlich noch extrem viel Lust weiterzubauen. Das ist ja echt, das sieht echt nicht aus so. Moment, jetzt nehmen wir die Fackel hier noch weg und setzen da noch eine hin. Ja, also der Holzbalken, der bringt es irgendwie. Der sieht echt nett aus. Ja, und wir haben auch einen Weg nach oben. Was jetzt nicht viel geschafft in dieser Folge. Wenn ich jetzt angucke, das haben wir in dieser Folge geschafft. Ja. Ganz schön wenig, aber was soll's. Es sieht dafür meiner Meinung nach ziemlich schick aus, soweit. Mit der Tür bin ich immer noch etwas unzufrieden. Ich würde, wenn ich könnte, unten da das Stückchen abhauen. Beziehungsweise oben da das Stückchen. Die Reihe von Pixeln. Da, die würde ich alle abschneiden. Mit hier oben. Und dann halt alles einfach nach oben schieben. Da wird das auch hinkommen. Oder? Ja, müsste. Müsste. Das ist halt noch ist irgendwie noch was so in die Richtung. Eventuell auch einfach, ja, egal. Ich rede euch darüber, was ich an der Tür abschneiden würde, sondern reden wir darüber, was wir nächste Folge machen werden. Nächste Folge werden wir den Keller machen, wenn es hier runter geht. Allerdings auch wahlweise hier. Ich wollte aber einfach trotzdem, damit das hier drin symmetrisch aussieht, was machen. Und zwar wird der auf Höhe, ich glaube, 60? Nee, 69. Oh, ist hier unten schön ruhig. Ich mag das. Das kann ich von mir ab, oder? Das kann ich jetzt relativ gut nutzen. Ohne laut zu schreien, kann ich jetzt einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Da war gerade Regengeräusch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch wird es auch gefallen, dass heute ein kleiner Upload-Marathon von den Videos, die eigentlich in der letzten Woche hätten kommen sollen, kommt. Ich verlaufe mich gerade nebenbei noch in meiner eigenen Kanalisation, weil ich die erst gestern um 23 umgebaut habe. Ja, da ist mein Gedächtnis, hat das da noch nicht so drin und das ist fies, egal. Also auf genau auf der gleichen Höhe wie das, wie es dann hier sein wird. 58 wird der Keller. Das ist auch ganz gut zu wissen. 58 wird der Keller. Ich sag noch mal ein letztes Mal tschüss und bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis in einem der anderen Videos, die heute noch folgen werden. Tschüss.